¿Quieren preguntarle primero al jugador? Yo espero ahí. Usted empieza, por favor. Empiece, por favor, señor Maradona. Con sus no, pero no es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado. Estamos... No, yo espero. Háganle. No, ya está, se va. Maradona, por favor, quédese aquí. Que se quede acá, que el jugador se va. Aclararle que no sabía que era jugador, la verdad. ¿Wusste nicht, dass das ein Spieler war? No. Generalmente estas conferencias de prensa se hacen de técnico solo. Normalerweise ist es ja nur der Nationaltrainer. Pero bueno. Aber gut. Pido disculpas al jugador. Ich entschuldige mich beim Spieler. Diego Maradona, da er mich da nicht erkannt hat, aber das ist ja auch nicht so dramatisch, weil es war mein erstes Länderspiel und ich kenne jetzt auch nicht jeden jungen Spieler von anderen Nationen. Natürlich, man hätte sagen können, ich habe ja gerade eben bei dem Spiel mitgespielt, aber ich habe ja dann drei Monate später habe ich mich ja dann nochmal in Erinnerung gerufen beim Herrn Maradona. Und das war ja dann eine ganz lustige Geschichte, summa summarum.